Willkommen zurück zu den Valhalla Hills. Nachdem ihr im letzten Video den Siedlungsbau und eure Wikinger kennengelernt habt, geht es heute um die Gefahren, denen sie sich stellen müssen. Die Werte eurer Wikinger. Essen und Schlafen gehen die Wikinger eigenständig an. Sie besitzen Werte für Hunger und Müdigkeit, die sie ab einer bestimmten Grenze nach Nahrung oder einem Schlafplatz suchen lassen. Wer keinen Platz in einem Zelt oder einer Hütte hat, wird sich dafür einfach unter einen Baum legen. Vorzugsweise nachts, denn Valhalla Hills hat einen Tag-Nacht-Rhythmus, aber bei hoher Müdigkeit auch tagsüber. In einer Hütte zu schlafen, ist natürlich sicherer und effizienter. Der dritte Balken verzeichnet die Ehre, die ein Wikinger gesammelt hat. Die erhält er oder sie durch abgeschlossene Aufträge wie den Bau eines Gebäudes. Jeder, der hier mitgeholfen hat, erhält Punkte. Die meiste Ehre wird natürlich für im Kampf besiegte Feinde errungen. Auf jeder Insel wird auch die gesamterrungene Ehre verzeichnet. Diese wird mit jeder neuen Insel zurückgesetzt, die Ehre der einzelnen Figuren bleibt jedoch unangetastet, denn die Wikinger sind durch das Schließen von Valhalla im Grunde unsterblich. Selbst wenn Karla hier im Kampf fällt, auf der nächsten Insel ist sie wieder mit dabei und kann zur Erholung einen anderen Beruf ergreifen. Kämpfe und Portale. Wilde Tiere und zufällig verteilte übernatürliche Gegner können eine Insel unsicher machen. Wenn ihr hier Betriebe errichtet, werden eure Arbeiter angegriffen. Mit Kriegslagern könnt ihr euch darauf vorbereiten. Dort gebt ihr per Mausklick an, wie viele Einheiten mit welchen Waffen ihr anwerben wollt, und es werden Wikinger dorthin wandern und sich die passenden Waffen bauen oder von einer Werkstatt holen, sofern sie die nötigen Materialien oder das gesuchte Gebäude in der Reichweite des Lagers finden. Allerdings sind Lager beweglich, also könnt ihr es auch strategisch in die Nähe der nötigen Rohstoffe verlegen. Mit Bier stärken sich die Soldaten, also lohnt es sich, das Lager zeitweilig neben eine Brauerei zu setzen. Wenn es dann in den Kampf gehen soll, verlegt ihr das Lager schlicht in Reichweite der Gegner. Die Soldaten werden automatisch angreifen, sobald sie einen Feind sehen. Auch normale Arbeiter werden in den Krieg ziehen, wenn es nötig wird, aber sie fliehen auch und sind nicht annähernd so schlagkräftig wie bewaffnete Truppen. Genaue Truppenbewegungen könnt ihr nicht steuern, aber leicht durch das Ziehen von Wegen eingreifen und einen Rückzug durch das erneute Verlegen des Lagers auslösen. Jede Insel verfügt über ein Hauptportal, hinter dem sich zufällig bestimmte Gegner befinden und das als Missionsziel erobert werden muss. Mit der Zeit kommen auch Nebenportale hinzu, die nicht erobert werden müssen, aber mehr Ehre bieten. Sobald ihr das Portal aktiviert, werden die Feinde daraus hervorkommen und eure Wikinger angreifen, wenn sie sich in Reichweite befinden. Ihr könnt sie dann mit euren Soldaten angreifen. Alternativ könnt ihr aber auch einen Opferplatz errichten und dort ebenfalls durch Zufall festgelegte Rohstoffe wie Fisch, Brot oder Bier opfern, um einen Teil der übernatürlichen Gegner zu beschwichtigen, die dann das Portal gar nicht erst verlassen. Sobald ihr so alle Gegner im Portal entweder besänftigt oder besiegt habt, ist die aktuelle Insel abgeschlossen und ihr könnt euch einen Schritt näher an Valhalla heranbewegen. Wahlweise könnt ihr aber auch zunächst noch länger auf der jeweiligen Insel bleiben, denn neue Optionen werden nach unterschiedlichen Mechanismen freigeschaltet, manche durch die Anzahl abgeschlossener Inseln, manche durch bestimmte Begegnungen mit Kreaturen und manche schlicht durch die investierte Spielzeit. So steuert ihr selber, mit welchen Neuerungen und Möglichkeiten ihr eure Wikinger über den nächsten Insel vom Himmel fallen lasst. Denn selbstverständlich werden diese Achievements und Freischaltungen auch auf jede neue Insel übertragen.